Weg ist er. Okay, da waren wir. Da müssen wir jetzt erstmal nicht mehr hin. So, jetzt sieht es aber auch ein bisschen sehr knapp aus mit Pistolenmuni, mit, okay, Spritzen haben wir eine, Flaschen haben wir sechs, da haben wir gar nichts mehr. Müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen auf. Und ich habe natürlich keine Waffe. Das war natürlich scheiße von mir. Das war extrem scheiße. Warum reagiert mein Controller beim zweiten Schlag nicht? Ich will die Waffe wechseln und der reagiert nicht. Scheiße. Ja, aber machen wir nichts draus. Dann spielen wir das einfach nochmal und versuchen erneut unser Glück. Ja. Und es lädt und es lädt und es lädt. Aber es lädt langsam. Okay, also muss ich jetzt erstmal meine Waffe ausrüsten. Das Problem ist, ich habe nur noch einen oder zwei Kugeln. Zwei Kugeln. Und da müssen beide einfach sitzen. Verdammt, keine Munition mehr. Ja, und die sitzen natürlich nicht. Da komme ich doch nie im Leben wieder raus. Fuckt mich doch schon wieder ein bisschen ab. Wir hätten Munition sparen sollen. Ich überlege gerade, ob ich einfach das Spiel nochmal von neu beginne. Oder ob ich einfach erstmal einen anderen Spielstand lade. So dass ich noch zwar nochmal so ein paar Sachen einsammeln muss. Ich habe ein bisschen Munition spare. Weil ich habe teilweise echt Scheiße gebaut. Ich habe die Munition zu sehr verballert. Jetzt gucke ich mal kurz im Improvisieren rein. Aber ich habe nichts mehr. Ich habe gar nichts. Ja, außer Spritze kann ich herstellen. Jetzt gucken wir mal kurz Spiel laden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal da an. Wir laden jetzt den Speicherstand mal einfach und speichern dann gegebenenfalls über. Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt hier weiterspiele und 27 mal verrecke. Wir müssen also jetzt mehr Munition sparen. Wir müssen mehr suchen. Wir müssen die Gegner von hinten töten. Anders kriegen wir, wir kommen im Moment nicht weiter. Auch wenn es jetzt für euch langweilig ist, tut mir leid, aber aktuell sehe ich da auch keinen anderen Ausweg. Sebastian Zimmer. So, was haben wir jetzt an Waffen? Okay, die Shotgun haben wir, die Flasche haben wir. Dann haben wir noch drei. Wie sieht das aus mit. Okay, wir haben einen. Okay. Da wollen wir nicht hin. Wo wollen wir denn hin? Ich muss mich erstmal reinfinden. Genau, jetzt sind wir wieder beim O'Neill. Okay, warum habe ich denn jetzt hier auf der Karte noch? Weiß ich nicht. Aber da ist anscheinend nichts. Doch, ein paar Waffenteile. So, jetzt schauen wir mal kurz nach den. So, spüren Sie den Ursprung. Okay, untersuchen Sie die Resonanz, die Abtrünnigen. Okay, da müssen wir also gleich nochmal die Hütearmbrust holen. Ich glaube, die holen wir als erstes. Weiß noch nicht. Schauen wir jetzt erstmal. Wir gehen erstmal raus hier. Ist natürlich leichter gesagt, wir müssen mit Waffen sparen, das weiß ich, aber ich glaube, anders kommen wir auch immer nicht weiter. Da kann ich das jetzt nicht.
geil. Umsonst auch geklettert. Okay, die ist da schon mal weg gewesen. Aber ich glaube, der Typ oben war noch nicht weg. Ich glaube, den haben wir an dem Kontrollpunkt noch nicht erledigt. Oder? Doch, erledigt hatten wir den, aber da hatten wir noch so ein paar Sachen liegen gelassen. PG-Munition plus 2. So, wie viel haben wir bei der PG? Ach, bei der... Genau, das war das. Das war da. Das hatten... Ein bisschen weiß ich jetzt. Und da ist für das Präzisionsgewehr. Und da müssen wir hin. Aber wir gehen jetzt erstmal hier gleich zu der Mobius-Resonanz. Und dann gucken wir, dass wir uns die Hüterarmbrust holen. Wie viel grünes Gel hatten wir? Wo konnte ich das denn sehen? Da konnte ich sehen. Null grünes Gel. Achso, weil wir aufgerüstet haben gerade, glaube ich. Erstmal wühlen wir einmal den Müll. Ja, nur ein Stein. Gucken wir mal, dass wir als erstes die Hüte am Brust kriegen. Und dann zu dem Mobius gedrehten Typen gehen. Jetzt hätten wir natürlich die Möglichkeit. Das sind zu viele. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Okay. Also wenn wir die alle bei einem Schuss auslöschen würden, oder wir machen das gleich nach und nach, wenn die ein bisschen weggelockt werden. Das weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Wir hatten was denn damals gemacht, da hat man auch nicht alle erledigt. Wo das, glaube ich, relativ... Schon ewig her, dass ich so eine... Nein! Ich wollte das Schießpulver nehmen.
Ah, da muss ich gesehen, genau. Richtig mal. Also das mussten wir jetzt, sonst hätten die anderen uns auch auf kurzer Landung werden. Jetzt versuchen wir mal irgendwie an die anderen ranzukommen. Auch wenn da sehr viel ist, wo wir vielleicht dran scheitern könnten. Wir versuchen es trotzdem. Ich hoffe mal, der Busch gibt ein bisschen Deckung. Wo das mit den Büschen ist, war eine gute Idee, dass die Deckung geben. Okay. Dreht die sich jetzt um? Da kommt ein anderer Feuertyp. Genau, das waren hier die Abtrümmigen, da mussten wir eh hin. Schon mal 3 Schießpulver. Okay, die hat uns nicht gesehen. Das ist schon mal positiv. Dann können wir mal eben kurz. Richtig ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stark bewaffnet. Das sind zu viele. Keine Nachricht von Mobius. Wir sind abgeschnitten. Ich rufe einen Alpha-1-Notfall aus. Du kennst das Protokoll. Alpha-1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die. Wir sollen selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen, gilt hier nicht. Hast du ein Problem damit? Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Was auch immer, offenbar waren sie hier. Ja. Yeah. Aber wohin sind sie gegangen? Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich.
Okay, auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Mal, indem wir ein bisschen mehr davon haben, gut dran. So, wie viel Arschwasser haben wir jetzt? 1500, da können wir vielleicht schon ein bisschen was mit aufbessern. Da liegt noch zwei, dahin läuft noch eine Olle rum, die uns hoffentlich nicht sieht, denn ich habe keine. So, bis er wieder zurückkommt und dann schlagen wir zu. Also mein Fazit nach The Evil Within 2, nach fast 2 Stunden oder sogar 3 Stunden Spielzeit, wo ich noch nicht wirklich weit bin. Ich kann mir nicht beschweren, dass das Spiel schlecht gemacht worden sei. Also wirklich ein gutes Spiel. Allerdings der Gruselfaktor fehlt mir. Und ich habe auch gehört, natürlich nur gehört, dass es auch wirklich nicht so einen wirklich großartigen Gruselfaktor gibt. Bevor wir gehen, rennen wir einmal kurz beim O'Neill vorbei. Also bisher haben wir noch nicht in einer Minute lang so richtig in die Hose geschissen. Wo läuft der denn rum? Ich höre doch noch einen. Aber trotzdem ist das Spiel sehr empfehlenswert. Auch wenn die Let's Plays im Moment so abwechselnd kommen. Ich versuche die nach und nach zu drehen. Und die ich bis letztes Mal hochgeladen habe, die hatte ich auch fertig gedreht. Nur dann kam das Problem Zeit und Geld und Geld und Zeit. So. Herstellung. Und dann hoffen wir, dass wir damit ein bisschen weiterkommen. Schockbolzen können wir noch machen. Das wäre vielleicht sogar gar nicht schlecht. Und ja, da machen wir uns auch zwei von. Dann dürfen wir erstmal ausgerüstet sein. Hier liegt nichts mehr, ne? Ich habe auch jetzt nichts vergessen. Ich überlege gerade, ob wir nochmal kurz in Sebastians Zimmer gehen. Glaube, können wir eigentlich mal eben machen. Und gucken, ob wir da eben was verbessern können. Ich vertue mich immer. Wir müssen ja hier raus. Also ein bisschen haben wir da schon aufgebessert, aber wie viel weiß ich aktuell gar nicht. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Ja, hast du recht. So, dann schauen wir zusammen an. Gesundheit 1, List 1, Heilung 0, Athletik, Kampf. Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Was haben wir bei Athletik? Von 100, okay, das können wir uns eh nicht leisten. Das können wir uns eh nicht leisten, das können wir uns eh nicht leisten. Heilung, 1500. Regeneriert mehr Gesundheit. Ich glaube, da wäre Kampf mit am sinnvollsten. Dann haben wir noch 1300. Vielleicht können wir da noch irgendwo was anderes machen. Ach, das haben wir doch schon, Gesundheit. Ach so, Heilung hatte ich gerade geguckt. Ne, können wir mal nichts, also sparen wir das Ganze. So, und dann gehen wir mal los zu den Abtrünnigen.
Kirche müssten wir, glaube ich, auch noch rein. Könnte auch noch was Nützliches sein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich bereits aus der Kirche gesehen habe, möchte ich da gar nicht rein. Weil ich weiß, wie unsere Chancen bestehen. Vor allem haben wir nur eine, glaube ich. Eine Schrot. Eine Schrot. Ich weiß auch gerade nicht, kam die da jetzt oder musste ich da erst reingehen, bis die kommen? Wir versuchen die Kirche einmal. Ob wir es schaffen, weiß ich. Wenn wir. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ob wir die Kirche schaffen, weiß ich nicht. Ich habe da schon ein paar Folgen drüber gesehen auf einem anderen Let's Play. Also ich weiß inzwischen, was mich erwartet. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Oh Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte, bitte. Da sind drei Stück jetzt, glaube ich, sogar. Drei oder zwei. Okay, der ist tot. Aber irgendwo sucht uns doch noch einer. Ich weiß nicht, wenn wir rauskommen. Wer sucht uns denn noch? Also ich höre auf jeden Fall was. Oh. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Ein Leichenschrankschlüssel, da fällt mir ein. Dann haben wir die anderen auch noch gar nicht, wenn wir jetzt erst einen haben. Okay, da ist die Alte. Die klammern mit der Schrotflinte ab. Ich habe keinen Bock auf Stress. Oder können wir es hinten, hinterrücks? Ja, komm, bete eine Runde. Aber geh mir nicht auf die Nüsse. Oder komm her. Okay, sie weiß aber nicht mehr, dass wir hier...
Okay, die geht. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zu O'Neills Unterschlupf, speichern und schauen da mal weiter. Ich speichere lieber einmal mehr als im Moment einmal zu wenig, denn die Kirche möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal machen mit den drei. Da vergeudest du ohne Ende Muni. Ach ne, wir müssen erstmal ins Bastion-Zimmer. Neuer Speicherplatz. Sebastian Castellanos. So. 1600 grünes Geld. Da können wir nämlich eins auf jeden Fall aufbessern. Und wir können den Leichenschrankschlüssel einmal aufmachen. Sie haben etwas mitgebracht. Einen Schlüssel? Exzellent. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Na los, öffnen Sie einen. Sind Nehmen wir... besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Die. Oh, Schießpulver, schön. Plus 10 Schießpulver, oh, das war schön. So, Heilung haben wir nämlich noch nicht. Und das können wir jetzt nämlich machen. Das machen wir jetzt auch eben. Regeneriert die Gesundheit, wenn ich Heilgegenstände benutze. Das könnte mir teilweise echt helfen. So, da wir aber jetzt dieses ganze Schisspulver haben, wäre es, glaube ich, echt sinnvoll, wenn wir uns einmal schon mal drei davon und wenn wir uns noch mal zwei Spritzchen machen. Ja, komm, machen wir die auch noch. So, dann gehen wir mal zurück. So, was sagt uns das jetzt? Jetzt haben wir drei Reserve, eine im Magazin. Da haben wir 8 Reserve, 0 im Magazin. 3 Spritzen haben wir dabei, 4 Flaschen. 2 Schockbolzen und 5 Harpunenbolzen. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Gegenüber vom Besucherzentrum, meine ich. Auf der Bank stand nämlich auch noch ein Leichenschrankschlüssel, in der... Weiß ich, wie man das nennt, ob das... Die Figur, genau. Dann gehen wir doch nochmal zurück und machen den nächsten Leichenschrank auf. Oder sollen wir den sparen? Na, ja, machen wir auf. Was wir einmal aufhaben... Vielleicht bringt uns das so weit, dass wir noch ein bisschen... Munition oder vielleicht nochmal aufrüsten können. Oder vielleicht kriegen wir da sowas anderes sehr, sehr nützliches. Ich weiß zwar noch nicht, was wir kriegen könnten, aber... Vielleicht kriegen wir Schrotmuni oder Pistolmuni. Was uns echt helfen könnte.
Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? So, jetzt nehmen wir den. Sag ich doch, Schrotmuni. Jetzt haben wir 7 Schrotmuni. Aber die ist voll. Okay, können wir aktuell nicht mitnehmen. Da haben wir jetzt auch noch ein paar liegen, müssen wir uns merken. Jetzt haben wir auf jeden Fall 7 und 7 auf Reserve. Wir könnten aber theoretisch... Ich weiß nicht, ob uns das jetzt was viel bringt, wenn wir jetzt die 2 mitnehmen. Aber dann hätten wir 7 im Magazin, 7 auf Reserve. Keine und. Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Okay. Ist eine Patrone noch. Die können wir uns auch mitnehmen. Dann haben wir sie nämlich. So, dann schauen wir jetzt einmal. So, 3 Magazin, 6 auf Reserve haben wir. Okay. Ich muss ein bisschen die Aufnahmezeit im Auge behalten, weil gleich mein Speicher voll ist. Ich habe zu viel Wolfenstein aufgenommen. Wo jetzt ab morgen. Also heute kommt die Folge raus und morgen kommt Wolfenstein dann raus. Okay, aber das ist schon mal gut. Da sind wir auf jeden Fall schon mal besser dran als am Anfang. Da können wir jetzt auch eigentlich, wenn die da kommen. Aber guck mal, da liegt noch irgendwas im Gras. Weil die auch direkt reingehen. Okay, Spritzen sind voll. Was ist das denn für ein Bug? Du siehst auf einmal den Kopf durch der einen Seite. Ja, kommt raus. Ich warte auf euch. Weg mit dir. Ja, komm. So. Hätten wir das Problem auch schon mal erledigt. So, plus 3 Schießpulver. Also der hält schon mal mehr aus, oder? Ja. Jetzt mein grünes Gel weg.
energischer Tritt wieder. So. Dann schauen wir mal. Okay, dann ist hier noch. Untersuchen beide Resonanzpunkte. Da müssen wir da noch hin. Könnte ein bisschen schwieriger werden. Weil wir da auch querfeldein müssen.